Hallo meine Lieben, wir hatten ja gesagt, dass wir vielleicht nochmal ein längeres Video machen wollen von Texel, vom Campingplatz Koga Strand und das versuchen wir jetzt mal. Wir nehmen euch jetzt mal auf unseren Abendspaziergang mit und zeigen mal, wie es hier geht. Also, da oben kommt ihr an und müsst euch dann einmal hier rechts einsortieren. Ich meine natürlich links einsortieren, wie ihr seht. Dann fahrt ihr hier vor und könnt da rechts an dem Seitenstreifen halten und da ist dann auch schon die Rezeption, wo ihr euch anmelden könnt. Wenn ihr euch angemeldet habt, geht es dann hier durch die Schranke. Hier vorne links ist so ein kleines Kinderparadies. Was aber jetzt auf dem Campingplatz selber überhaupt nicht stört, weil das hier wirklich ganz am Rand ist. Also ihr fahrt jetzt hier durch die Schranke, dann geht es jetzt hier runter und je nachdem, wo ihr gerade steht, also auf welcher Seite des Campingplatzes, weil hier runter sind jetzt die Parkplätze und auch weiter geradeaus sind die Stellplätze für Campingfreunde mit Hunden. Das heißt also wirklich dieses ganze Gebiet. Alles Camper, die ein Tier bzw. ein Hund dabei hat. Hier stellt ihr dann euren Wagen ab und werdet dann mit einem Trecker zu eurem Stellplatz gebracht. Oder ihr könnt auch direkt zum Stellplatz fahren und wenn das dann ein sandiger Platz ist, dann werdet ihr mit dem Trecker dort reingeschoben. Und dort sind so kleine Wege und da geht es dann im Prinzip in diese einzelnen Nischen und Mulden von diesem Naturschutzgebiet, wo man dann letztendlich auch mit seinem Wohnwagen stehen kann. Da vorne seht ihr schon einen. Also so sieht das Ganze aus. Da hinten am Ende ein großes Waschhaus. Andersrum. Und dann gibt es ganz viele immer wieder verteilte Waschhäuser hier auf dem ganzen Platz bzw. in den Dünen. Hier hinter der Rezeption, da oben ist die Rezeption, sind nochmal so Stellplätze für Wohnmobile, die jetzt vielleicht nicht so in den Dünen stehen möchten oder vielleicht auch keinen Platz bekommen haben. Und die haben jetzt hier die Möglichkeit, Strom zu nehmen und sich hier hinzustellen. Wenn ihr euren Stellplatz gebucht habt, ohne Hund, dann fahrt ihr praktisch einmal rechts um diese ganze Rezeption vorbei, hier an diesen Wohnmobilen vorbei, hier einmal unter dieser Brücke. Da ist jetzt praktisch euer Parkplatz, wo ihr dann euren Wagen abstellen könnt. Und am Ende des Parkplatzes geht es dann praktisch in das Gebiet, wo man mit Wohnwagen oder Wohnmobil stehen darf und keinen Hund habt. Jetzt geht es hier einmal links rum. Da steht übrigens mein Auto. Das konnte ich hier, also das kann man kostenlos hier abstellen. Und hier links, wir führen euch mal einmal hier rum, sind praktisch Plätze für Wohnmobile in den Dünen. Die Plätze sind gepflastert, weil ja auf Sandplätzen wird es ja wahrscheinlich gar keinen Sinn machen. Und das Ganze sieht dann so aus. So, ich nehme euch nochmal so ein Stück mit. Habe immer Angst, dass ich irgendwelche Leute filme. Hier ist nochmal so ein Dauerstellplatz von so einem Wohnwagen. Und hier seht ihr nochmal einzelne Stellplätze. Wie gesagt, die sind alle gepflastert für Wohnmobile. Das Ganze sieht dann so
so aus. So, wir gehen jetzt noch einmal zurück zum Parkplatz und dann zeige ich euch nochmal, wie ihr mit eurem Wohnwagen praktisch auf das Gelände kommt. Nochmal so eine kleine Übersicht, wie das hier aussieht. Also es ist echt schön. Dahinter ist übrigens schon das Meer. Wir sind jetzt hier einmal über den Parkplatz gegangen und so würdet ihr auch mit dem Wohnwagen ankommen. Das, was ihr im Hintergrund hört, das sind die ganzen Fasane hier in diesen Dünen. Das ist irgendwie ganz, ganz schön. Da unten ein kleines Häschen. So, ihr kommt praktisch jetzt mit eurem Wohnwagen, also von da hinten kommt ihr jetzt hier an, dann ist einmal da eine Schranke, das ist praktisch die Ausfahrt und ihr müsst die linke Schranke auf jeden Fall nehmen. Die Schranke, die öffnet sich automatisch, weil ihr euch in der Rezeption angemeldet habt, euer Kennzeichen dort notiert wurde und aus diesem Grund öffnet sich diese Schranke dann automatisch von Geisterhand. Wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen entlang. Auf dieser Seite, wie gesagt, das ist die Seite, wo Hundeverbot ist. Also Hundeverbot heißt, ihr könnt kein Tier mit auf euren Stellplatz nehmen, aber spazieren gehen ist hier definitiv erlaubt. Also das ist kein Problem. Jetzt kommt da auch schon ein erstes Waschhaus. Im Hintergrund seht ihr immer mal Zelte oder auch Wohnwagen, die jetzt mitten in den Dünen stehen. Hier ein kleiner Sandweg und dann da rechts ist dann auch wieder so ein kleiner Zeltplatz, wo man dann letztendlich wieder zelten kann. Das ist jetzt natürlich für Wohnwagen nicht geeignet. So, hier vom Waschhaus geht jetzt rechts so ein kleiner Muschelweg weg und da sind jetzt auch wieder einzelne Stellplätze für Zelte und Wohnwagen. Wir gehen jetzt hier aber mal über diesen befestigten Weg hier. So, und da seht ihr schon oben wieder Zelte in den Dünen, wobei die beiden hellen hinten, glaube ich, hier fest installierte Zelte sind, die man sich mieten kann. Und dann seht ihr da wieder Wohnwagen, da ein Wohnwagen mit Stellplatz, da steht jemand mit dem Zelt und ja, so sehen eigentlich die ganzen Plätze aus. Man hat viel Platz und seine Ruhe. Jetzt gehen wir einmal rechts rum. So, hier wieder ein Zeltplatz. Ganz schön hier auf Sand, wer das natürlich mag. Hier gibt es sehr viele Plätze mit Sand. Oder vielleicht sage ich mal, es gibt hier nur Plätze mit Sand, etwas Wiese. Das ist auch wieder ein Stellplatz, dass man mal da so ein bisschen sieht. Ja, das ist hier, glaube ich, ein Dauerstellplatz. Ja, und so zieht sich das jetzt hier eigentlich durch die Dünen. Die Plätze sind unterschiedlich groß. Ja, mal kann hier wirklich ein richtig großer Karawan stehen. Manchmal sind die Plätze relativ klein, aber das sieht man, glaube ich, direkt bei der Buchung. Seht ihr einen richtig großen Stellplatz? Also ja, gibt es natürlich auch hier nochmal ein freier Stellplatz, dann sieht man das mal einmal. Hier ist jetzt recht viel Grün. Ich nehme mal an, dass das noch gemäht wird, bevor sich jetzt hier jemand hinstellt. Und ihr habt bei den Stellplätzen immer Strom, aber kein Wasser. Wasser holt ihr euch dann entweder aus den Waschhäusern oder es gibt hier vereinzelt auf dem Campingplatz auch Wassersäulen, wo
ihr dann euer Wasser holen könnt. Ich hoffe, ihr versteht uns noch vom Ton her, weil es ist ja etwas windig heute Abend und ich bin mir nicht sicher, wie das aussieht. Da oben mal ein schönes Zelt mitten in den Dünen. Wirklich toll. Hier auch nochmal so ein Stellplatz. Da in der Ecke auch nochmal einer. Ach so, jetzt hätte ich es fast übersehen. Da ist jetzt nochmal ein Waschhaus. Ja, dann geht es hier weiter. Da geradeaus seht ihr schon einen Fasan. Davon gibt es hier wirklich jede Menge. Die lassen sich auch tatsächlich füttern. Sind das wohl gewohnt von den Campern? Ich weiß es nicht. Ich muss immer mal so zwischendurch ausmachen, das Video neu starten, weil uns immer wieder Leute entgegenkommen und die möchte ich natürlich nicht filmen und die Leute wollen das ja sicherlich auch nicht, dass man hier einfach gefilmt wird. Hier sieht man nochmal einen kleineren Stellplatz. Das geht also jetzt tatsächlich nur dieses Stückchen hier bis zum Wohnwagen. Hier kann man vielleicht mit so einem VW-Bus oder so stehen oder ja, einen etwas kleineren. Ach nee, ein VW-Bus ist ja hier gar nicht erlaubt, weil wir im Naturschutzgebiet sind. Also wahrscheinlich nur mit so einem kleinen Wohnwagen, so ein Eriba oder so. Da wäre das sicherlich machbar. Wir sind jetzt mal ganz kurz links abgebogen, direkt von dem Weg. Und ihr seht, jetzt gehen wir hier einmal ein, wie heißt das, Olli? Ein Strandweg nach oben. Olli schüttelt die Schultern und denkt, was will er wieder von mir? Also wir gehen jetzt einmal hier hoch, weil dann will ich euch auch mal zeigen, wie der Ausblick einmal von hier oben ist, Richtung Meer und natürlich wieder zurück zum Campingplatz. Aber das zeige ich euch jetzt schon mal, weil das echt grandios ist. Jetzt fange ich natürlich so ein bisschen an zu hecheln, weil es ist schon anstrengend. Das ist jetzt dieser Sandaufgang hier und ihr seht, überall stehen Wohnwagen, Zelte, etwas weiter höher, da sieht man das auch, da sind meistens immer Zelte in den Dünen, oft sieht man dann nur die Spitze von den Zelten und da seht ihr nochmal, da ist ein Waschhaus, dann ist da nochmal ein Waschhaus. Und da ganz hinten nochmal ein Waschhaus. Also davon gibt es hier wirklich reichlich. Ja, man muss natürlich immer sich so ein bisschen bewegen zum Waschhaus. Wer jetzt nicht so gut zu Fuß ist, nimmt sich vielleicht einen Roller mit oder ein Fahrrad. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Da oben seht ihr auch nochmal ein Waschhaus. Da in der Ecke nochmal ein Waschhaus. Und jetzt nehme ich euch aber, wie versprochen, mit zum Strand. Der Olli ist schon weg. Ich glaube, der hat gar nicht gemerkt, dass ich hier stehen geblieben bin. Hier sieht man nochmal so einen kleinen Zeltplatz. Es ist ganz schön hier mittendrin. So, und jetzt nehme ich euch mal mit hoch. Na doch, der Olli wartet. Ich dachte, der wäre schon abgehauen. Der hasst das immer, diese Videodreherei. Aber wobei, wir drehen ja immer gar nicht so viel. Nur so ein bisschen. Naja, egal, ich nehme euch jetzt mit. Jetzt Achtung, wir sind gleich on top. Und dann werdet ihr hoffentlich das Meer sehen. Nein, natürlich seht ihr das Meer, weil Ebbe und Flut gibt es hier, aber nicht so ausgeprägt. Und daher ist hier immer Wasser. Eigentlich müsste ich jetzt mal kurz durchatmen, weil ich kaum noch Luft kriege vom Hochkraxeln. Aber das will ich euch jetzt mal zeigen. Es ist echt der Hammer. Jetzt kommen gerade wieder Kinder. Ich muss mal eben ausmachen. So, jetzt geht's weiter. Also, hier ist jetzt der Strandabgang. Und da unten seht ihr schon das Meer. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 18.30 Uhr. Wir haben extra ein bisschen später gedreht, damit wir hier in Ruhe drehen können. Wobei der Strand immer leer ist. Also wenn hier 20 Leute tagsüber gelegen haben, da
dann ist das viel. Aber ihr werdet auch gleich sehen, der Strand ist ja so groß, da können Tausende von Urlaubern Urlaub machen. So, und jetzt seht ihr mal, guckt euch das mal an. Es ist doch der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Wunderschön. Diese kleinen Häuschen hier am Strand, die kann man sich mieten. Da sind irgendwie Liegen drin, Stühle und ein Sonnenschirm. Und ja, dann kann man sich hier am Strand gut gehen lassen. Wir haben gelesen, dass ab der Saison, und Saison ist hier glaube ich erst ab Juli, auch Toilettenhäuser hier am Strand aufgestellt werden. Ansonsten muss man nämlich immer einmal hier über diesen Dünenweg auf den Campingplatz, um dann letztendlich zur Toilette zu gehen. Also jetzt habt ihr mal so ein Bild hier, das sind dann die Dünen. Die dürfen natürlich nicht betreten werden, das ist alles abgesperrt, soll man auch nicht. Hier ist jetzt nochmal der Sandaufgang Richtung Campingplatz. Jetzt gehen wir gleich zurück zum Campingplatz, dann drehen wir dort nochmal ein bisschen und wir gehen jetzt erstmal zurück und das Gejapse von mir, das will ich euch mal ersparen. Olli wollte unbedingt nochmal jetzt ans Wasser, also sind wir jetzt noch nicht zurück, sondern gehen jetzt erstmal hier nochmal ganz kurz ans Wasser. Ich nehme euch einfach nochmal mit hier an den Strand. Es ist echt der Wahnsinn. Das sieht überall auf Texel so aus. Es ist egal, wo ihr hingeht, überall sieht es so aus. Jetzt nehme ich mit an die wundervolle Nordsee. Wie gesagt, das war Ollis Wunsch und den gehen wir jetzt einfach mal nach. So, jetzt gehen wir aber zum Campingplatz. So, wir sind jetzt wieder am Campingplatz angekommen. Und jetzt nehmen wir euch einfach nochmal so ein Stückchen mit. Da ist jetzt nochmal so ein belegter Muschelweg. Da geht es dann praktisch immer zu Fuß zu den Stellplätzen, die jetzt hier innen drin sind. Aber um da hinzukommen mit dem Wohnwagen, muss man hier praktisch über diesen Hauptplatz fahren. So, ich ziehe mir mal erstmal wieder meine Schuhe an und jetzt nehmen wir euch einfach nochmal so ein Stück mit. So, hier ist nochmal ein schöner, großer Stellplatz. Das muss ich euch mal eben hier zeigen. Hier sind so ganz kleine Fasanenbabys. Das ist ja so süß. Guckt mal. Ganz süß. Sieht man kaum. Ich muss immer wieder mal das Video stoppen, weil uns immer wieder Leute entgegenkommen. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Stellplatz. So sieht das Ganze aus. Da oberhalb ist halt ein Zelt und hier unten kann man sich mit dem Caravan hinstellen. Ja, ist auch ein schön großer Platz. Da eine Ecke, da ist Strom. Da. Ja. Und dann wird man hier, ich vermute, auch mal mit dem Trecker reingezogen, weil es ist ja auch sehr sandig und sobald das sehr sandig ist, dann fahren die einen mit dem Trecker hier auf den Stellplatz. Das ist aber kein Problem und ganz unproblematisch. Da seht ihr jetzt nochmal ein Waschhaus.
hier nochmal ein schöner Stellplatz. Ich gehe mal einmal hier rum um die Ecke, weil da ist auch ein Stellplatz. Ja, und so zieht sich das jetzt hier eigentlich durch diese ganze Dünenlandschaft. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt nur hier mit hingenommen habe, auf die Seite ohne Hunde. Hier ist nochmal ein schöner Stellplatz. Da steht so ein ganz kleiner, süßer Iriber. Herrlich. Und den werden die da auch mit dem Trecker hochgezogen haben. Ihr seht, hier tiefer Sand. Und da oben steht man dann für sich ganz alleine. So, wie gesagt, wir sind jetzt hier nur auf der Seite, wo man campen kann ohne Hund. Die andere Seite ist immer im Prinzip genauso. Das sind hier wirklich etliche 100 Meter rechts und links. Also wie gesagt, rechts von uns gesehen ist der Bereich für Hunde, links der Bereich ohne Hunde. Und ja, und wir können euch jetzt natürlich nur diesen Bereich hier zeigen, weil hier auf der Seite campen wir jetzt gerade. Aber ich hatte ja gesagt, hier ist auch nochmal ein super schöner Stellplatz. Schön groß, geräumig. Ja, und wie gesagt, die andere Seite sieht im Prinzip ähnlich aus. Das wiederholt sich hier. Da kann man euch auch gar nichts anderes zeigen. Es ist einfach schön, uns gefällt es hier. Hier auch nochmal ein Stellplatz. Hier sind Camper mit Zelt. Und das bleibt euch dann überlassen, wo ihr euch einquartiert. Habt ihr ein Tier, könnt ihr auf der anderen Seite. Die Plätze sind genauso groß und genauso zahlreich wie die Seite hier ohne Tiere. Und insofern kann ich euch nur sagen, kommt hier hin, es ist echt schön. Der Hund darf überall am Strand laufen, frei laufen. Es gibt hier keinen extra Hundestrand oder einen Strand, wo das Tier nicht hin darf. Also das ist wirklich toll, die Tiere, die Hunde, die haben hier richtig Spaß. Man sieht das auch, die begegnen sich und die laufen den Strand rauf und runter. Das ist echt schön zu sehen. So, jetzt machen wir, glaube ich, hier die letzte Kurve auf dem Campingplatz am Ende. Ach nein, ich sehe gerade, da hinten geht's noch weiter. Also wir brechen hier jetzt erstmal ab. Ihr habt wirklich schon einige Stellplätze gesehen. Ich nehme euch jetzt noch mal mit bis zu dieser Kurve hier vorne. Hier ist auch noch mal, ne, da sitzen Leute, geht gerade nicht hoch, da auch. Ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Hier kommen jetzt auch wieder Stellplätze. Also wirklich wunderschön. So, jetzt sind wir an der nächsten Kurve. Hier biegen wir jetzt auch gleich ab. Da seht ihr nochmal Stellplatz, Stellplatz. Hier ist auch nochmal ein schöner Stellplatz. Ach, guck mal da, was ist das denn Feines? Das sieht ja toll aus. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier kommt jetzt nochmal ein größeres Waschhaus. So, wir sind jetzt hier nochmal reingegangen am Waschhaus. Ich drehe mich mal einmal kurz um, damit ihr seht, wo wir sind. Da war das Waschhaus. Den Weg sind wir jetzt entlang gegangen. Und ja, seht ihr, hier sind etwas kleinere Plätze. Da oben wieder mitten in den Dünen ein Zelt. Das sind natürlich alle begradigte Plätze mit Sand und da kann man sich ganz gut hinstellen. Hier wieder ein schöner Platz. Das hier scheint ein Dauercamper zu sein. Die gibt es natürlich hier auch. Ja, das ist jetzt hier irgendwie wie so eine kleine Seitenstraße. Hier steht jetzt rechts, ja, Dauercamper würde ich sagen.
Und jetzt etwas weiter geradeaus kommen wieder ganz normale Touristencamper. Ja, hier steht man vielleicht auch mal zu zweit nebeneinander. Aber im Grunde genommen alles ruhig und ziemlich alleine. So, wir sind ein Stück weiter gegangen. Jetzt kommen hier nochmal ganz schöne Plätze. Auch schön. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Camper ist, aber witzig. Hier nochmal ein kleiner Platz auf Sand. Das müsste wieder ein Dauercamper sein. Sieht mir zumindest danach aus. So, hier wird, glaube ich, gerade ein Platz vorbereitet. Und da ist schon wieder ein Waschhaus, die, wie gesagt, hier überall in den Dünen verteilt sind. Meiner Meinung nach mehr als genug. Hier ist nochmal ein Camper mit Zelt. Jetzt nehmen wir euch noch mal mit zu unserem Stellplatz. Wir hatten ja vorab schon mal so ein ganz kleines Video gedreht hier vom Campingplatz Kogerstrand auf Texel. Und ich hatte ja versprochen, dass wir noch mal ein etwas ausführliches Video machen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr ausführlich, aber naja, vielleicht hilft es euch ja bei der Findung eures nächsten Urlaubes. Und wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen helfen, so den ersten Eindruck hier von dem Campingplatz zu bekommen. Ich werde auch gleich noch mal ganz kurz in ein Waschhaus gehen und gucken, ob ich da auch mal eben kurz was drehen und filmen kann. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Stellplatz. Da vorne ist das Waschhaus, was wir immer benutzen. Meistens sind wir da ganz alleine drin. Also, ja, ist kaum jemand drin. Ich weiß gar nicht, warum. Ich denke mal, weil diese Waschhäuser hier wirklich am Platz verteilt sind. Hier nochmal so ein Blick zum Campingplatz. Ich nehme euch jetzt nochmal einmal mit in das Waschhaus. In der Hoffnung, dass da jetzt keiner drin ist. Wir gucken mal. Sieht ganz gut aus. Jetzt ist es aber leider sehr dunkel. So, jetzt. Das sind hier die Waschkabinen. Die Zeit läuft immer 6 Minuten. Jetzt zeige ich euch mal den Boden. Das ist hier alles picobello sauber. Gefühlt habe ich das. Also ich glaube, die putzen hier 15 Mal am Tag. Auch jetzt hier die Dusche. Picobello sauber. So, die letzte Dusche. Und wir haben jetzt irgendwie 19 Uhr. Also ich, auf anderen Campingplätzen ist das die Rush Hour. Und ja, auch hier die Waschbecken, alles perfekt. Hier vorne sind jetzt nochmal 2 Toiletten. Das ist einmal eine. Da ist dann auch jeweils immer Desinfektionsmittel. Und das ist die andere. Auch mit Desinfektionsmittel, weiches Toilettenpapier, finde ich auch irgendwie ganz wichtig als so kratziges Zeug. Und hier nochmal einmal etwas für den Herren. In den Damenbereich kann ich jetzt natürlich nicht rein. Hier nochmal das Handwaschbecken dann. Ja, ich vermute mal, im Damenbereich werden sicherlich 1-2 Toiletten mehr sein und ja. Also wie gesagt, es ist hier immer sauber. Ich habe hier noch nie das Waschhaus erlebt, dass es irgendwie dreckig war. Also wirklich toll. Ich nehme euch jetzt wieder mit raus und zeige euch jetzt nochmal eben
unseren Stellplatz. Der ist auch irgendwie total schön. Hier ist einmal ein Dauercamper. Dann ist da ein Dauercamper. Und hier, das ist unser Stellplatz. Riesengroß. Mit Sand. Da seht ihr Hase, Fasan. Alles hier. So, und hier ist unser Stellplatz. Meistens sitzen wir hier draußen, grillen, das ist ganz schön. Hier zum Abend hat man etwas Schatten. Und ich zeige euch noch mal einmal, wie es dahinter aussieht. Den Fasan übrigens, den füttern wir immer mit Haferflocken. Ich glaube, deswegen kommt er immer hier automatisch hin. Ihr seht, jetzt sieht er mich wieder. Und? Nee, er kommt nicht. Normalerweise kommt er dann sofort angeflitzt. So, und hier hinter seht ihr auch, haben wir auch genügend Platz. Wir hätten uns theoretisch etwas weiter nach links stellen können. Aber ja, ist so ganz schön. Jetzt nochmal den Blick von hier. Ja, also wir sind sehr, sehr zufrieden mit diesem Platz und auch mit dem Campingplatz. Wir werden nächstes Jahr hier noch einmal hinfahren. Bis jetzt haben wir noch keinen Campingplatz ein zweites Mal angefahren, weil wir eigentlich immer mehr sehen wollen und was anderes erleben wollen. Aber jetzt in dem Fall finden wir es hier so schön, dass wir ja noch mal gerne wiederkommen werden. Auch nächstes Jahr so im Juni rum und vielleicht für eine Woche oder zwei. Wir gucken mal. Also hier kommen wir auf jeden Fall zurück. Das ist ein ganz, ganz toller Platz. Ich hoffe, das Video war euch jetzt nicht zu lang und nicht zu langweilig, aber ich konnte halt nur das zeigen, was hier ist. Wir würden uns über ein Abo freuen oder ein Like von euch. Ihr könnt das auch gerne kommentieren. Wir werden auf jeden Fall antworten. Und ja, wir hoffen, ihr guckt weitere Videos von uns an. Wir haben, glaube ich, 10 oder 11 Videos mittlerweile hier bei YouTube eingestellt. Immer mal Veränderungen an unserem Caravan oder Umbauten, irgendwelche Sachen, die wir cool fanden oder die wir verändert haben. Guckt einfach bei uns in den Kanal, wenn euch das interessiert. Und wir hoffen, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es heißt, kommt zu uns. Heute wird gegrillt.